Große Takeaways aus dem Video. Sachen, die funktionieren, nicht abstellen. Die Frage ist, was funktioniert? Natürlich sollst du jetzt, wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Geschäftsmodell, wenn es dir bisher gar nichts bringt, ja, dann musst du es ändern. Aber wenn du mal dein Business dann dekonstruiert und neu zusammengesetzt hast und du hast jetzt Umsätze, die relevant sind, vor allem wenn du Mitarbeiter hast und die sind abhängig von dir, dann ist es halt töricht, einfach das, was funktioniert und konsistent gute Ergebnisse bringt, abzustellen. Bevor das Neue nicht dauerhaft getestet und validiert ist und sich als nachhaltig entpuppt. Und dann erst sollte man diese Dinge machen. Ja, das heißt zum Beispiel nicht einfach den Job kündigen, bevor man eine ganze Weile Geld verdient hat. Nicht einfach alles auf eine Karte setzen. Nicht alles sofort über den Haufen werfen, nur weil irgendein neuer Trend kommt, nur weil irgendein Typ von Chatbots labert oder jetzt sagt, keine Ahnung, mach dies, mach jenes. Ja. Einfach mal die Sachen weitermachen, die funktionieren. Einfach gucken, was ganz genau klappt für mich, mein Angebot in meinem Markt. Es gibt ja etliche Strategien. Wenn ich einmal eine Quelle gefunden habe, einfach dranbleiben und vor allem nicht Geld für irgendwas rausballern, was man sich eigentlich nicht leisten kann.